Und willkommen zurück in den Sea of Thieves und wir buddeln uns zu Tode. Ich habe mal nachgeschaut. Ich bin hier auf jeden Fall richtig. Und das heißt vor den Brettern. Ja. Vor den Brettern. Truhe des armen Doogie entdeckt. Ja, perfekt. Jawohl. Hammer, Doogie-Schlüssel benötigt. Okay. Du hockst da oben. Ich bring mal kurz die Kiste hin. Hüpf, 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 hüpf. So. Holen uns den Shadow. Für den Fall, er will was dazu sagen. Also war ich komplett richtig. Nur die Markierung war jetzt nicht so der Hit. Wo stelle ich denn dich hin? Stell dich mal hier hin. Geht das? Ja, das sieht doch kacke aus. Na klar. So. Und die stellen wir jetzt hier hin. Na, mein Freund? Happy? Krimmels. That's Dougie's treasure, sure enough. Oh, what a glorious day. Yeah. Let's see if my key still fits, and then we'll share what's inside. Okay. Komm mal her. Schlüssel des armen Dougie. Und er pennt weiter. Aufschließen. Öffnen. Medaillon des armen Doogie entdeckt. Oh, okay. Ah. Eine Münze. This is fine. No, really. I like it down here. Na klar. So, ist das denn jetzt die Münze? Also, das Kleinod. Was ich benötige, um mich einzukaufen, würde ja Sinn machen mit einer Münze. Das Doofe ist, dass ich den Shuttle immer extra tragen muss. Oh, wir legen die mal dahin. Boah. Der Mann kann schon belastend sein. So. Danke, Doogie. Komm her. Ich möchte ein Spiel spielen. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Na klar. Warte mal, jetzt bin ich dran vorbeigelaufen. So, Freundchen. Ich stell dich mal kurz hier ab. Going it alone, eh? I'll try not to take offense. Na klar. So, Münze. Okay. Shadow. Bells and barnacles. Is that the best ye can do? Well then, me rook goes to Queen's Knight 3. And that, matey, check and mate, means the contents of the pot be mine. Fine, fancy key, and I'll be bound it leads to treasure. Wahrscheinlich. Poor loser. No matter. He never could play worth spit. Let's take this key and find the ship it opens. Okay. Schiffsschlüssel. Ich hab da so eine Ahnung. Don't be thinking you can take that key and leave me here to rot. Ye still need my help to make it out of this accursed town. Okay. Kann ich? Ich kann dich wieder nehmen. Ach, aber er bleibt... Okay. Ist ja jetzt bescheuert. Na gut.
Wie mache ich denn das jetzt? Nur erstmal da hoch. Dann lege ich den Shuttle ab und dann hole ich meinen Schlüssel. Echt ein bisschen lästig. Ich gebe es zu. So. Natürlich. Teile und herrsche. So, Schlüssel holen. Danke. Ich hoffe, der ist es. I think I'm lost. Follow the sound of my voice. Ich weiß, wo du liegst. Ich brauch deiner Stimme nicht folgen. Deine Stimme ist allgegenwärtig und überall. Es ist der richtige Schlüssel. Schiff der Diebe. Aha. Komm her, mein Freund. Aha. Platz nehmen. Habe ich den Shuttle immer noch in der Hand? Nö. Okay. Aha, aha. Hallo, hallo. Okay. Ich leg dich mal hier auf die... ja. Goldbeutel. Gold aufnehmen. Es gibt extra Zeug. Okay, okay, okay. Ist jetzt wirklich nicht viel, aber... das ist schon ein bisschen nett. Da kenne ich nicht. Wird eingepackt. Und das war's auch schon. Ansonsten ist halt hier Essen drin und Feuerwerk. Das ist natürlich toll. Ach, das ist die andere Seite? Okay. Da ist eine Menge Feuerwerk drin. Das sind normale andere Fässer. Da kann ich nicht hoch. Okay. Was haben wir hier noch so? Ach, das ist das. Ja gut, das hilft mir jetzt nur so bedingt. Okay. Schade, ich darf nicht. Ich dachte, ich kann ein bisschen tricksen. Aber nein, darf ich nicht. Just once I wish I could be dead on my feet. Okay, sonst ist hier jetzt aber nichts weiter. Wenn ich das so richtig erkenne. Außer dieses Fass noch, das ist ganz nett. Ich kann ja auch nicht drunter oder sonst irgendwo hin. Nee. Nee. Komm mal her. Hier ist jetzt auch sonst nichts weiter. Okay. Das ist in Ordnung. Ansonsten haben wir noch, was ich ja schon gesehen habe. Ah, da müssen wir, glaube ich, weiter. Wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Weil am Anfang der Stadt... How did that old song go? Tote erzählen keine Geschichten. Das war doch... war das hier? Ja, ich soll ihn... genau, genau. Weil hier geht's auch rüber. Aber das ist nicht offen.
when you're done seeing the sights, we still need to reach the lighthouse. Ja, ja. Okay, das mit den Schlüsseln haben wir ja jetzt, ne? Das müsste ja jetzt das Ende der Kette gewesen sein. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es noch ein Rätsel und das müsste eigentlich mit da hinten zu tun haben. Und da habe ich was vom Leuchtturm gelesen. Dann müssen wir wahrscheinlich erst weiter. Ich wollte nur nicht noch weiterlesen. Das war mir nichts. So. Watch your step here. There's something unpleasant underfoot. I may not be the pirate I once was, but I can still put the fear into them what knows me. I know you can hear me, ye cowardly curs. Drop what you're doing and get this bridge in order. We've a ferry to catch. Sehr gut. Ich befürworte dies. Tell ye me story. For when we sailed into the Sea of the Damned, it were a happy accident, for we were fleeing our enemies with a hold packed full of their plunder. By and by, me crew starts to grumble about returning to the living world. But I'd have soonest stayed with me loot for all eternity, rather than risk it out on the waves. Ja. Gehen mal weiter. Okay, okay. Das hat sich quasi erledigt. Komplett. Gehen wir mal hoch. Hier kann ich auch mich hinsetzen. Okay, das ist nett. Hier ist noch ein Toter und noch ein Käfig. Das ist alles sehr, sehr nett. Ah ja. Verstehe. Wirkt stabil. Er ist plötzlich so ruhig. Sorgt für Misstrauen. Da komme ich nicht weit. Okay. Nicht, dass da noch was ist. This old place brings back memories of the night I snuffed out the flame. Aye, and the lighthouse keeper too. Had to be sure the ferryman wouldn't come and part me from me loot. Now, I'm not what you'd call knowledgeable about contraptions and whatnot, but if I can borrow a body, I might be able to help. See if you can't set me down on that headless heap of bones over there. Ja, mal schauen. Erstmal lege ich dich ja gekonnt hin, weil hier. Alone, eh? I'll try not to take offense. Na klar. Denn wir haben hier noch ein Buch. Fremd und doch vertraut. Vom verwunschenen Captain. Gerade als ich fürchtete, mir wurde vor Langeweile im Nebel der Schädel platzen. Da hörte ich Land in Sicht vom alten Varty. Aber froh klang er nicht. Ja. Vor uns sahen wir Land, doch wir hatten keine Zeit, den Kurs zu ändern, bevor der Wind uns in die Felsen trieb und unser Schiff zerschellte. Wir erforschten die Grotte und sahen noch mehr zerstörte Schiffe und einen großen Leuchtturm. Seltsam. Meine Crew schwört, dass es den früher nicht gab. Tja, wir haben das Leuchtfeuer entzündet und ich habe wen aus der Crew zum Leuchtturmhüter ernannt. Solange nur das Licht scheint, wird uns schon wer retten kommen. Bis dahin bauen wir uns einen Unterschlupf aus den Schiffswracks. Mhm, vielleicht sogar eine Taverne. Habt ihr gemacht. Ja, schon merkwürdig, wie heimelig sich das hier plötzlich anfühlt. Es ist schon merkwürdig. Ja, hier ist
Aha. Der hat auch noch ein Buch in der Hand. Okay, ich würde mich erstmal kurz hier umschauen wollen. Die kann ich nicht anzünden? Nee. Ah ja. Okay, okay, okay. Ja, hier ist jetzt nicht so sonderlich viel, außer das Köpfchen. Gucken wir mal hier oben. Ja. Ah, wir müssen wirklich zu zweit hier dran arbeiten. Okay. Okay, okay. Wow. Da hinten ist das Wrack, ne? Genau. Da müssen wir wahrscheinlich zum Schluss hin. Aber da hinten will ich dann noch hin. So wie es aussieht. Da war ich ja schon. That there body looks like a fine fit for me, Skull. Ja, ja. Okay, und das da muss geöffnet werden. Okay, okay, okay. Komm mal her. Und drauf. New body at last. Not as handsome as my old one, but they say beggars can't be choosers. There! It's just like sailing a sloop. You never forget how. Now, let's see if we can't find some clue as to set this place ablaze once more. First, see if you can't light the brazier with that fancy flame of yours. Of course, lighting up the town is all well and good, but you'll need to point your flame out to sea if we're to call the ferry. Uh-huh. Ja, dann. Ich soll das Leuchtfeuer entzünden. That's the way. Though I think it looked better in the dark. Now, to get the ferryman's attention. Okay. Oh. Ja, ich will noch nicht alle entzünden. Okay. Kann ich die auch irgendwie drehen? Ich glaube, ich muss irgendwo in die Richtung. Die Leuchtfeuer irgendwo irgendwie entzünden oder so. Ich weiß nicht, wie ich das Licht drehe. Neigen. Okay, okay. Man sieht halt echt nicht viel. Okay. Sehr unsicher. Genau, die Flammen stehen da oben drauf. Und ich will... Da ist eine Flamme. Da ist eine Flamme. Bin ich richtig? Da ist der Flammenpott. Okay.
der nur nicht angeht. Das ist ein falscher Pot, oder? Oder täusche ich mich? Bin mir unsicher. Ha. Da unten sehe ich aber keinen Flammenpott oder so. Das ist ein bisschen ein Problem. Das ist schon grell. Aber ich leuchte auch direkt auf die Brücke. Und da ist halt ein Flammenpott, aber der geht nicht an. Ich würde nochmal so machen. Nee. Ja, warte, dass es ein bisschen leichter geht. Schwierig. Mir noch mal angucken. Denn das hätte ich schon gerne gelöst. Ich glaube, da stand irgendwas mit Segeln. Oh, die Segel sind miteinander verbunden. Wo kann ich die drehen? Und da ist was? Muss ich da noch mal hin und irgendwie die Segel drehen? Und ich weiß noch nicht wie. Und es ist gar nicht der Pot, wo immer ich den gesehen habe, da. Den ich entzünden muss. Das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. Gib mir mal ein Sekündchen. Okay. Boah, das muss ich erstmal finden. Okay, wir müssen da tatsächlich nochmal hin. Also es ist offenbar das Leuchtfeuer, was ich da gesehen habe. Aber ich muss auch die Segel drehen irgendwie. Gehen wir nochmal da auf das Schatzschiff und die Segel muss ich drehen. Die Segel muss ich drehen. Irgendwie, da muss irgendwo ein Seilzug sein, womit ich die Segel drehen kann. Werden wir gleich rausfinden. Theoretisch. Mal sehen.
Da geht es jetzt auch offenbar nicht so wirklich um den Schatz, sondern eher um Easter Eggs. Und die hätte ich schon gern gesehen. So. Und jetzt muss es hier irgendwo einen Seilzug geben. Hm. Einen recht offensichtlichen Seilzug. Okay. Ach, wegen dem Leuchtfeuer. Damit ich das aktiviere. Natürlich. Ja, dann easy going. Dann zünden wir das jetzt an. Dum, dum, dum. Naja, wir brauchen die Aufmerksamkeit des Fährmanns. Das sagst du richtig, von weiter Ferne. Aber noch nicht. Noch nicht. Ich will erst was ganz anderes. Dum, 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 dum. Jetzt wieder hier hochrennen. Um das anzuzünden und dann wieder runter zu rennen. Fantastisch. So, so, so. Ich hoffe, es lohnt sich. Hä? Nicht hängen bleiben. So. Okay. Stehen die Segel quer und wir können dahin leuchten. Ich glaube, ich muss noch einen Touch nach unten. Nee, nach unten. Nicht nach oben. So. So, that's the answer. All those years spent in the cage, pondering how to open that gate, and ye break in like a born burglar. Ha! Let's get over there and see what plunders to be had. Ah. Und jetzt ist auch die Flamme angegangen. Und die Brücke hochgegangen. Perfekt. Ja dann. Kann ich die schon wieder mitnehmen? Nee. Ich gehe da alleine rüber, ne? Danke. So. Sonst lass uns mal sehen, was da drüben so gibt. Ja, nix da mit uns. Ich. Mein Schatz. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterstürze. So, so. Ich bin wirklich gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Zum Glück habe ich ihn nicht dabei, da kann ich bis hinrennen. Hüpf, hüpf. Und da wir am Folgenende sind, sparen wir uns natürlich diesen wunderbaren Erfolg auf und machen den ersten. Nein, machen wir nicht. Wir machen das jetzt natürlich noch. Jetzt wollen wir das fertig haben. Das gönnen wir uns. Als schönen Folgenabschluss. Warte mal. Ich bin vielleicht ein bisschen weit gelaufen. Hier muss ich lang. Bin mal gespannt, was es jetzt hier so gibt. Was auf jeden Fall. Tief in der Karibik. Oh mein Gott. Geheimnis im Grab. Die Musik ist fantastisch. Die Musik kommt mir bekannt vor. Das kommt mir wirklich bekannt vor. Schlüssel der Headless Monkey. Ach! Echt jetzt? Das ist Monkey Island. Das ist auch die Monkey Island Mucke. Okay, das ist... Ich bin jetzt schon begeistert. Wie cool ist das? Tief in der Karibik.
Von Captain Cage Capsize. Jawohl. Heute habe ich mit einem gewissen Widerwillen meine wunderschöne Glasbodenboot verkauft. Ich konnte sie kaum loslassen, aber für die Reise, die ich plane, ist sie zu klein und zu langsam. Darum, leb wohl, mein Boot. Was ich brauche, ist eine Galeone. Etwas, was mich durch dick und dünn begleitet auf meiner Suche nach dem Mann, der hinter den falschen Anschuldigungen steckt. Wer das wohl ist? Glücklicherweise hatte der gleiche Mann schon mal mein Glasbodenboot gechartert und mich damit zu einem besonderen, spektakulären Wrack geleitet. Dieses Wrack werde ich haben, reparieren und dann benutzen, um den Kerl zu finden, der mich ins Gefängnis brachte. Den Kerl namens Guybrush Threepwood. Fantastisch. Ich bin jetzt schon begeistert. Oh, ist das geil. Okay. Schlüssel für die Headless Monkey, ja. Der kopflose Affe. Warte mal, wo ist dann... Für wo brauche ich den Schlüssel? Ich muss das rausfinden. Das ist tatsächlich die Mucke. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Muss er da irgendwie reinkommen? Nochmal fest. Hier ist die Tür. Okay. Warum nicht? Ich bin so ultimativ begeistert. Holen wir uns mal schnell den Schlüssel. Ja, damit. Es ist ein Affenschlüssel. Es ist ein Affenschlüssel. Natürlich. Es ist ein Monkey Island Schlüssel. Was auch sonst. Open up. Entspann dich, Hund. Ich bin gerade wieder 10 Jahre alt. Da ist noch ein Buch. Da ist noch ein Buch. Oh. Okay. Scab, Booty und Pfad. Okay. Island, Jambalaya, Booty, Fat und Scab, ja, klar. Lurk, Plunder, Skull, Blood und Monkey. Mit Dinky, ja, Monkey Island. Wie cool ist denn bitte das und das Gold? Okay. Ja, und die ganzen Münzen. Ist mir gar nicht aufgefallen, die Münze von vorhin. Das sind auch die Münzen. Das war auch so eine Münze aus Monkey Island. Okay, das ist so unendlich fantastisch. Schicksalhafte Verfolgung und frische Gewässer. Wir nehmen mal die frischen Gewässer. Von Captain Kate Capsize. Jawohl. Mein Schiff hat einen Namen. Meine Crew hat einen Kurs. Die Sea of Seas ist ein legendäres Piratenparadies, Heimat der gefürchtetsten Marodeure der Meere. So heißt es zumindest. Natürlich wäre nur Threepwood so arrogant zu glauben, dass er dort einen Platz hätte. Oder dass er gar ein guter, romantischer Flitterwochenort wäre. Würde er allein segeln, wäre er sicher schon irgendwo schiffbrüchig. Aber Elaine hatte ebenso schlechten Geschmack für Männer wie gute Talente für die Piraterie. Ich muss annehmen, dass Threepwood es irgendwie in die Sea of Thieves geschafft hat. Und das heißt, ich muss dort auch hin. Oh, war das damals dann schon ein Spoiler für die andere Questline, die Monkey Island Questline, oder... kam das dann tatsächlich erst, weil es so gewünscht wurde? Das wäre ganz interessant.
So, jetzt haben wir hier noch schicksalhafte Verfolgung von Captain Kate Capsize. Okay. Hat es Guybrush Threepwood in die Sea of Thieves geschafft? Ich werde es vielleicht nie erfahren. Ich schaffte es auf jeden Fall nicht und ich befürchte, ich bin ein wenig tot. Oh. Die Headless Monkey ist wieder ein Wrack. Schon längst Teil dieses seltsamen Piratenorts hier. Dieses Mal wird man sie nicht wieder seetauglich bekommen. Doch ich habe noch ein Schiff. Mein treues Glasbodenboot. Ja. Wie kann es hierher gelangt sein? In diesem seltsamen Nichtleben voller Geisterstimmen. Ich frag lieber nicht. Meine Crew ist drüben in der Taverne und dort wohl nicht herausgekommen. Sie fühlen sich hier heimisch, wie ich es nie könnte. Ich vermisse das Sonnenlicht. Ich werde Segel setzen, einen Weg zurück ins Leben finden und dann... Nun, schauen wir mal. Rache ist zumindest nicht mein Leben und erst recht nicht mein Tod wert. Ja, warten wir mal ab, wie die Quest dann abgeht. Die Monkey Island Quest. Da bin ich gespannt drauf. Weil da hat sie es ja offensichtlich rausgeschafft. Das ist geil. Das ist dann wie eine Fortsetzung für das hier. Das ist eigentlich ultra geil. Okay. Okay, wir gucken uns nochmal um. Nicht, dass wir was übersehen haben. Irgendein Buch, irgendwas. Und die Musik die ganze Zeit. Ich bin so ultimativ begeistert. Ich bin so begeistert. Ich liebe es. Ich liebe es. Es scheint aber alles zu sein. Aber es ist mehr als ausreichend. Es ist einfach fantastisch. Oh, hier. Die Bergung der Mad Monkey. Von Captain Kate Capsize. Wenn ich Threepwood finden und ihm eine sehr scharfkantige Lektion über das Einsperren von Unschuldigen zum Getränkeklau erteilen will, benötige ich Hilfe. Ich wusste, dass ich die lokalen Autoritäten bräuchte, aber schrecklicherweise war Gouverneurin Marley mit niemand anderen als Threepwood selbst verbandelt. Igitt. Zum Glück gibt es in der Karibik eins im Überfluss. Bürokraten. Gouverneur Fat war gern bereit, sich mit mir zu treffen. Dass meine Münzen seine endlose Gier stillen, dreht mir den Magen um, aber vorerst werde ich tun, was nötig ist. Und wenn das wahr ist, was ich über Threepwood Flitterwochenziel gehört habe, habe ich bald mehr als genug Schätze im Frachtraum. Ah, nice. Nice. Ich kann hier hoch. Das ist toll. Okay, hier ist aber nichts. Vorsichtig sein. Hier ist aber wirklich nichts. Ich will da auf keinen Fall runterfallen. Gerade hier drüben nicht. Na, Hundi? Du hast auch ein bisschen drauf, oder? Okay. Hab ich sonst noch irgendwas übersehen? Tief in der Karibik. Es ist eh hier das Ende der Folge. Da kann ich mich hier nochmal ein bisschen Zeit verschwenden. Und nochmal umsehen, ob hier nicht doch noch irgendwas irgendwie irgendwo ist. Aber ich sehe sonst eigentlich nichts. Ein kopfloser Affe. Von Captain Kate Capsize. Threepwood. Okay, ich habe offensichtlich alle gefunden. Ein Name, den ich eines Tages mit großer Freude mit einem Dolch in einem billigen Grabstein schnitzen werde. Für das, was er meinem neuen Schiff antat.
Ich hatte ganz vergessen, dass der hoffnungslose, planlose, stillose Kerl den Kopf der namensgebenden Galionsfigur, der Mad Monkey, entfernt hatte. Eines Tages werde ich diesen egoistischen Schwindler genüsslich an die Überreste der Figur binden und ihn so im Haufen ausstellen, im Hafen ausstellen. Aber bis dahin. Also ich bin zur Schiffsbauerin mit einer neuen Namensplakette hin. Mit meiner neuen Crew werde ich also auf der Headless Monkey segeln. Ja. Diesen Abend sollten weder der möchtegern Pirat Guybrush Threepwood noch seine amtsflüchtige Braut Gouverneurin Elaine vergessen. Einfach fantastisch. Okay, dann brauche ich auch keine weiteren Bücher suchen. Die habe ich dann jetzt offensichtlich alle. Und es ist einfach fantastisch. Ich bin unendlich begeistert. Und hier stehend auf der Headless Monkey, dessen Schild nicht mehr da ist. Schade. Hätte ich auch noch gehofft, dass es da steht. Aber ist wohl nicht so. Steht es hinten dran? Nee. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, dann würde ich mal sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen und dabei sein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wo wir dann halt mit, naja, der Pirates of the Caribbean Quest weitermachen. So, das war jetzt ein wilder Abstecher hier, den wir gemacht haben. Aber ein wichtiger und guter und schöner und begeisterungswürdiger und ein ich bin wieder 10. Ne? Und so. Also Liebe. Einfach nur Liebe. Und der Mond ist wunderschön, fällt mir gerade auf. Na gut, wie dem auch sei, ich danke vielmals fürs Zuschauen und dabei sein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao. Attention.